Moin moin Leute und willkommen zurück auf der Krim. Nein, okay schon, aber wir sind jetzt hier wieder bei Blitzkrieg 2 und es gibt einen Haufen Sachen zu palabern und links und bums. Sie haben Samstag, noch 4 Tage Schule, dann habe ich 1,5 Wochen Urlaub. Das bedeutet, es gibt wesentlich mehr Videos zu sehen, also so nach den Weihnachtstagen wird es dann wesentlich mehr von mir zu sehen geben. So jeden zweiten Tag werde ich dann vielleicht was hochladen. Einfach weil ich jetzt auch die Zeit habe, weil ich Urlaub habe. Bis zum 3. Januar habe ich dann Urlaub. Und dann habe ich wieder Arbeit. Das heißt, bis dahin gibt es relativ viel von mir zu sehen. Und danach halt geht es weiter nur am Wochenende. So, nächste Sache, die ich palabern muss, ist zum Beispiel mit der Aufnahmezeit von Blitzkrieg 2. Ich habe ja gesagt, ich mache es ja 20 Minuten. Jetzt denkt ihr vielleicht, ja, 20 Minuten, aber jetzt im Video, es waren nur 12 oder so. Ganz einfach, 20 Minuten, habe ich bemerkt, ist für Blitzkrieg 2 über 300 Megabyte groß. Und da ich so ein wunderschönes WLAN habe, dauert 300 Megabyte hochzuladen etwa 1,5 Stunden. Und ja, mein Rechner flackt gerne mal wieder, also Internet mal kurz weg oder da tut sich von selbst hochfahren. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, passiert manchmal. Nicht regelmäßig, aber ab und zu passiert es und dann ist die Zeit, die ich bis dahin hochgeladen habe, umsonst gewesen. Und das passiert bei 1,5 Stunden relativ oft. Das bedeutet, man hat schon 70 Minuten hochgeladen, denkt sich selber, hey, cool, noch 20 Minuten. Ja, und dann tut sich der Rechner neu hochfahren und da heißt es, du kannst auch vorne anfangen. Deswegen mache ich jetzt eher so 16, 17 Minuten, damit das alles so bis zu 200 Megabyte groß ist, damit ich nur 1 Stunde hochladen muss. Das passt dann. Und ja, deswegen machen wir jetzt mal, direkt hier machen, verteidigen Sie die Batterie. Was war das nochmal? Weiß ich gar nicht. Ah, die war fies. Was war das? Im Schutze der Nacht. Oh, die war auch fies. Der Berg Sapun, der war lustig. Der Berg war lustig. Ja, ihr könnt es noch durchlesen. Wir müssen irgendein Hügelchen auf der Krim verteidigen. Ne, von Sevastopol habe ich ja schon im letzten Video was erzählt, glaube ich. 11 Monate Festungskampf, 11. Armee der Deutschen, keine Ahnung, welche Armee der Russen. Oder Armeen, weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall, ich habe noch meinen Kanal ein bisschen was geändert. Statt mögliche LPs habe ich es jetzt umbenannt in zukünftige LPs oder anstehende LPs. Und zwar, okay, wundert euch nicht, wenn es sich ein bisschen ruckelt, ich bin noch aus dem Hochladen. Ja, Blitzkrieg 2 lade ich hoch und ich mache Blitzkrieg 2 Videos. Mohahaha. So, ich habe immer noch die 35er schon. Eine Nachversion der 28er Version sieht's aus. Die mit ihren 3 Türmen. Oh ne, sind ja mehr. Das sind 4 Türme. Naja. So, die deutsche Artillerie nervt uns da ein bisschen. Haben wir vielleicht irgendwie selber Artillerie? Irgendwie nicht, ne? Hier habe ich die nochmal kaputt bekommen. Habe ich die komplett angegriffen oder habe ich, ich meine, ich habe die angegriffen. Egal, auf jeden Fall anstehende LPs. Da werde ich jetzt wie folgt vorgehen. Also, hört da mal ganz genau hin. Und zwar, sieh einer an. Wenn Blitzkrieg 2 durch ist, oder wenn Metroid durch ist, eines von beiden, ja, es ist mir egal welches, eins von beiden ist fertig, dann mache ich folgendes. Dann werde ich Victoria 2 anfangen zu LPen. Jetzt kommen vielleicht wieder einige an, warum hast du das denn so lange gebraucht, um das zu entscheiden, bla bla bla. Warum? Es ist ganz einfach, warum. Ich wollte es ursprünglich Together LPen mit Ezio. Allerdings gab es diese geilen Probleme, wie Spiel nicht gefunden und bla und bla und bla. Wir haben da so viel ausprobiert. Es ging irgendwie nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Es geht nicht. Also werde ich jetzt alleine spielen. Mit Preußen wahrscheinlich. Und ja. Ich werde es halt alleine mit Preußen spielen. Darauf wollte ich halt warten, damit halt diese Entscheidung klar ist, ob jetzt wirklich ich das noch zusammen machen könnte durch irgend so einen Witz oder so. Wir haben da noch eine Menge ausprobiert, auch mit dem Meta-Server haben wir ausprobiert. Es ist irgendwie nichts zu machen. Ich finde den Server einfach nicht. Es ist Facts quasi. Es ist als ob diese Welt nicht will, dass wir ein LP Together machen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. So, deswegen werde ich das dann danach machen. Anschließend werde ich, sofern es möglich ist, aber es müsste eigentlich hundertprozentig funktionieren, Medieval 2 LPen. Das kommt dann danach. Dann habe ich wieder 2 neue Projekte, die ihr auch wolltet.
beziehungsweise mir auch vorgeschlagen habt. Devil 2 wurde mir ja vorgeschlagen. Dann habe ich nachgedacht, so, Devil 2 könnte lustig sein. Habe ich immer gerne gespielt und ja, mach mal. Genau, Deutschland, Back Deutschland, haha. So. Und dann haben wir ja noch StarCraft 2. Wollte ich auch irgendwann mal machen. Das kommt danach. Das bedeutet, das wäre das dritte bisschen, was ich dann noch nehmen würde. Und danach kommt schließlich euer Wunschprojekt, oder so zumindest, was ich so mitbekommen habe, World in Conflict, Soviet Assault, das kommt danach. Also ungefähr jetzt die Reihenfolge, also ich werde immer drei IPs am Laufen haben, was mit Mass Effect sein wird, das weiß ich nicht. Da muss ich mal ein bisschen gucken. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich das Projekt beenden werde. Weil ich hab gar keine Lust darauf, ganz ehrlich. Vielleicht sagen jetzt ein paar, warum denn? Oh, es war ein Geheimnis, die Kanonen zu besetzen. Cool. Klasse, jetzt bekomme ich Artilleriebesetzung, obwohl ich schon welche hingeschickt habe. Boah, das Spiel ist schlau. Also es klingt vielleicht einige, oh Mann, oder sowas in der Art und... Ja, sorry, aber... Ihr müsst ja verstehen ein bisschen, wie würde das aussehen, wenn Leo ein Spiel spielt, das er, worauf er momentan keine Lust hat. Das würde in etwa, ja, jetzt sind wir hier, oh, ja, guck mal, das sind wir Gegner, die wir umbringen können. Und, oh, ich bin gestorben. Also ungefähr so wird es dann aussehen. Auf jeden Fall nicht sehr schön. Der erzählt mir, das ist zu weit entfernt. Toll. Dann muss ich jetzt die Artillerie so platt machen. Okay. Mach ich. Die Artillerie müsste so oder so kaputt machen, das ist Missionsziel. Und wenn ich sie früher kaputt mache, dann habe ich es leichter zu verteidigen. So, auf jeden Fall, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich werde es auf jeden Fall beenden, das Projekt. Seid mir nicht böse, aber ich habe keine Lust drauf und ich weiß nicht, ob ihr unbedingt einen lustlosen Leo sehen wollt, wie er ein Spiel spielt. Denn ihr habt kurz gehört, wie ihr das anhören könnte. Nicht sehr schön auf jeden Fall. Insofern ist deswegen so meine Entscheidung. Und ja, ist halt so. So, wir sind relativ leicht hier hingekommen. Und gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich weiß gerade gar nicht, ob ich noch was sagen muss. Ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen muss, oder? Ich habe gesagt, was ich für Projekte anstehen habe, was ich machen will. Dass es halt so gemacht wird, bla. Ja, ich habe alles gesagt. Ja. So, ich werde voraussichtlich Blitzkrieg 2 vielleicht sogar noch dieses Jahr beenden. Je nachdem, Winterferien, ne? Kann ich ja mehr hochladen. Weihnachts-Special bzw. Neujahrs-Special wird es nicht geben, obwohl ich keine Lust dazu habe. Seid mir nicht böse, ich wünsche euch natürlich auch schon fröhliche Weihnachten, bla. Das kann ich eigentlich jetzt schon machen. Ja, dieses Video wird wahrscheinlich... Dann wird das hochgeladen werden, ich weiß es nicht. Vielleicht sogar Heiligabend. Ja, dann wünsche ich euch schon mal frohe Weihnachten, je nachdem, was wir für einen Tag haben. Und ja, auch schon mal guten Rutsch ins neue Jahr. Ich kann mich noch erinnern von letztes Jahr, als da hieß, ja, guten Rutsch. Haben sie bis März zu mir, haben wir noch gesagt, hey, frohes neues Jahr. Ich denke mir auch nur so, yo, wir haben zwar März, ich habe bald Geburtstag, aber macht ja nichts, ne? So. Aber egal. Wir machen jetzt hier weiter und hier haben wir Kisten. Und hier ist die fette Mega-Wutz-Artillerie, die wir auch umnieten müssen. Eigentlich noch eine einfache Mission hier, wenn man weiß, wie es geht. Und wenn man weiß, dass die Artillerie recht schlecht verteidigt wird. So. Ach ja, noch etwas. Und zwar mit dem Emulator-LPs. Die werde ich dann voraussichtlich auch erstmal nach Fusion abbrechen. Und später irgendwann weiterführen. Einfach weil ich dann eure Wunschprojekte auch mal machen will.
So, jetzt streicht die Artillerie wenigstens mal. Und das bedeutet, wir können jetzt eigentlich recht chillig das jetzt zu Ende machen. Ja, genau. Ja. So, gibt's noch was zu sagen? Eigentlich nicht mehr. Ich wüsste zumindest nicht mehr was. Ja, du sollst da hinfahren. Oh, diese Unfähigkeit. Unfähigkeiten! Oh, der ist tot. So, wie viel muss ich noch hier abwehren? Artillerie ist tot, die Angriffswellen sind abgewehrt. Was gibt's denn hier noch? Infanterie. Ja gut, dann halt Infanterie. Ich finde diese Panzer total krass, ey. Vier Türme. Was ist das denn für eine Konstruktion? Hey, ich baue meinen Panzer mit vier Türmen. Naja, ist extrem so ein Vieh, ey. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch eine Serienproduktion gab. Vom T-35 weiß ich leider nichts. Ich weiß nur, dass die Russen eine Vorliebe hatten für solche Panzer. Die haben sich einfach mal gedacht, hey, ich mache einen Panzer, der hat drei Türme. Und dann sage ich, hey, ich habe einen Panzer, vier Türme. Und dann sagt der Deutsche, ich schieße diese Panzer einfach mit meinen Panzerjägern ab. Wie fies seid ihr denn? Hey, der lebt noch. Schafft er das noch? LOL, gegenseitig umgenietet. Yay. Das schön sind Langstreckenartillerie. Hey, das habe ich ja schon. Wollte schon sagen. So, damit haben wir diese Mission relativ locker und flockig abgeschlossen. Befördert? Nein, wir haben die Tapferkeitsmedaille bekommen. Oh mein Gott. Was, die wurde am 17.38 gestiftet? LOL. Jo, dann verschiebt sich die Front ein bisschen, aber ist egal. Die Anstandsdame. Was war das nochmal? Oh. Die ist lustig. Nicht sehr schwer, aber auch nicht sehr leicht. Muss ein bisschen aufpassen. Könntest du wie immer durchlesen? Lesen brauche ich zum Glück nicht mehr. Dank HD. Mohahaha. Ich habe mir überlegt, auch wieder einen Eagle-Shooter zu LP'en. So ein bisschen Black Ops habe ich mir fast vorgestellt. Aber, nee, gewesen nicht, Black Ops. Bei mir hat es extrem geruckelt, als ich das gespielt habe. Ich weiß gar nicht, wo es lag. War einfach so. Hat halt geruckelt. Ich schätze mal, es lag daran, weil ich einen veralteten Treiber hatte für die Grafikkarte. Den habe ich jetzt erneuert, aber trotzdem, nee, nicht Black Ops, nee. Muss man nicht LP'en, finde ich. Es gibt genug andere LPs. Und... Was zum Teufel, ich wollte... Oh nein. Ach, Leute. That Game läuft nicht mehr. Super. Ich beende mal hier ganz kurz und mach gleich weiter. Wir sind wieder da und müssen nochmal die Mission von vorne spielen. Was ist passiert? Skype hat sich bei mir mal ganz kurz aktivierend. Also hat gesagt, hey, du hast eine Nachricht erhalten. Guck mal. So ungefähr. Dann bin ich neu hier auf mein Desktop rausgesprungen und den Rest kennt ihr. Das Spiel will nicht mehr hochziehen. Skype habe ich jetzt ausgemacht. In der Hoffnung, es bleibt jetzt ruhig. So. Genau, Tolk Poprasi. Aber immer was bedeuten soll. Ja, Rositzki. Rositzki? Nein, nicht Rositzki. Das spielt Basel in London, soweit ich weiß. So, wir müssen die Batterien hier schützen. Die Küstenabwehrbatterien. Hast du gerade Ural gesagt? Manche Flugzeuge gesichtet, am besten schickt ihr auch Abfangjäger los. Jo, nicht getroffen. Und Flugabwehr haben wir ja. Jo, der fliegt erstmal genau daneben.
Und wow! Was geht denn da unten ab? Kommt her, BT-7. Das hier wird noch fies. Ja, der fällt voll rein. Hey, da sind noch Truppen da. Aufsteigen! Was wollte ich gerade sagen? Irgendwas wollte ich gerade noch verkünden. Ich weiß nicht mehr was. Oh nein, das ist kaputt gegangen. Hin da! Hier krieg ich schon mal die ganzen Dinger kaputt. Die hier gerade hier rumsteht. Muss ich da irgendwas Spezielles machen? Ich weiß gar nicht mehr, die Mission kenne ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, weil ich die Russen so selten gespielt habe. Oh, wir schießen eine Menge Stukas ab, wie es aussieht. Ja, noch mehr! Bum, bum. Oh nein, oh nein, oh nein, oh oh. Das war knapp. Hey, die stürzen immer so ganz knapp auf meine Viecher. Ah, da kommen die Junkers. Die Deutschen kommen hier nämlich auch mit Fallschirmjägern. Und darauf müsst ihr aufpassen. Die können euch das Genick brechen. Ah, jetzt müssen wir die Konvois schützen. Super, das machen wir im nächsten Part.